Der Superstar 2005. Heißt Sonja. Daniela Ebensteiner! Und ich meine, sicher ist man ein bisschen nervös, das gehört ja auch dazu, sonst ist es ja fad, wenn du oben stehst und du spürst nicht einmal irgendwas. Ja. Aber so richtig, dass ich jetzt sage, ich kriege da sicher keinen Ton außer das nicht, weil ich ja schon Bühnenerfahrung habe. Also weil ich ja in der Band auch, also in einer Band singe seit 3 oder 4, 3 Jahren. Und ja, von denen habe ich viel gelernt. Ich kann mich nur an meinen ersten Auftritt erinnern, mit 16. Das war da in Jagenbach und das waren alles bekannte Leute. Und ich bin trotzdem, also das war so ein Ball und ich habe, glaube ich, erst 15 Lieder oder so einstudiert gehabt und die habe ich halt runtergesungen. Aber ich bin wirklich die ganze Zeit umgestanden wie ein Stock. Ich habe mich keinen Schritt bewegt. Und ich meine, es ist ja schwer am Anfang. Du denkst immer, na, was ist, wenn ich da so mal dumm hupfe? Das schaut sich ja voll behämmert aus und die lachen die alle aus. Aber es ist halt, das Gegenteil ist der Fall. Wenn du da umstehst und du bewegst dich kein Stück, dann kommt es halt ein bisschen blöd um. Und ja, mit den Jahren habe ich auch dazu gelernt. Und sie haben immer wieder, wollten es mir eintrichtern, jetzt beweg dich da um. Weil das kann es ja nicht sein. Ich meine, du stehst da um und tust nichts, das kann es nicht geben. Du musst die Leute mitreißen und das. Und ich habe mir gedacht, ja, jetzt lasst es mich doch mal in Ruhe, weil so leicht geht das nicht. Und das braucht es halt. Und irgendwann hat es dann mal Klick gemacht und es ist voll allein gekommen. Ja, und jetzt fällt es mir auch gar nicht mehr schwer. Und ich kann mir so nicht vorstellen, dass ich jetzt nur mal so umstehe und überhaupt nichts, keinen Schritt bewege, weil das gehört halt alles dazu. Und es macht dann mehr Spaß, wenn du siehst, du kannst die Leute mitreißen. Hi Daniela! Die Startnummer 15 kommt von wo? Aus Jagenbach. Jagenbach? Nicht alle kennen Jagenbach, weil Jagenbach hat ja nicht unbedingt 20.000 Einwohner. Wo liegt Jagenbach? Zwischen Zwettl und Weitra. Zwischen Zwettl und Weitra. Daniela, was bist du vom Beruf? Ich arbeite am Flughafen in Wien. Flughafen in Wien. Was hören wir denn heute von dir? Ike und Tina Turner. Prop. Du hast das? Proud Mary. Okay, da möchte ich eines dazu sagen, du brauchst jetzt nicht nervös sein. Nimm das Mikrofon. Hier ist die Startnummer 15. Das ist was zum Mitklatschen, zum Mitschnippen, zum Mitsingen. Hier ist Daniela Ebensteiner und Proud Mary. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. So we're gonna take the beginning of the song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. This way we do Proud Mary. Left a good job in the city, working for a man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep. And I was worried by the way that things might have been. Big wheel keep on turning. Rolling, yeah.
Bündel, Jury schreibt und wir sagen Dankeschön. Daniel Reibensteiner, super gemacht. Also die Idee wurde im Vorjahr geboren, indem unsere Herausgeberin, die Christa Maria Hauer, gesagt hat, sie möchte was für die Jugend tun. Sie möchte junge Leser gewinnen und hat eben diesen Einfall gehabt, einen Talentwettbewerb zu veranstalten. Gemeinsam mit Andi Marek haben wir dann ein Brainstorming gemacht mit allen Redakteuren von allen Bezirken, haben uns zusammengesetzt bei unserer Chefin zu Hause und haben diskutiert, ob das was werden könnte. Es war jeder gleich begeistert, weil wir auch lauter nicht so alte Leute sind und da mal ein bisschen was Lustiges auch dahinter gesehen haben, ein bisschen was Interessantes, was Fetziges, weil es ist auch von vornherein klar gewesen, das darf jetzt nicht ein Hollerettoulier-Wettbewerb werden mit schöner Volksmusik oder Gejodle von irgendeiner Seite. Ne? Diese Angst haben wir natürlich schon gehabt, aber wir haben eben dadurch, dass wir von Anfang an transportiert haben, was wir uns erwarten, welches Niveau wir erwarten, dann sehr guten Rückfluss gehabt. Wir sind dann mit Coupons in die Zeitung gegangen, wo sich jeder bewerben konnte und so ist die Idee dann entstanden. Es war so, dass wir das im März geboren haben und im April schon begonnen haben. Das heißt, wir haben 2 Wochen Vorlaufzeit gehabt, haben 2 Wochen das beworben. Und innerhalb dieser 2 Wochen haben sich, ich denke, an die 100 Sänger beworben, wo wir dann im Anschluss daran dann auch direkt gleich die Castings veranstaltet haben. Das heißt, in jedem Bezirk haben wir ein Casting veranstaltet, wo die Leute a cappella singen mussten, also einfach frisch von der Leber weg, ohne Musikbegleitung, vor einer ungefähr 10-köpfigen Jury, die das dann bewertet hat. Und von diesen Sängern haben wir 10 jeweils genommen. Also wir haben dann pro Bezirk 10 Sänger gehabt, Sänger und Sängerinnen und die sind beim Casting durchgekommen und das heißt, wir haben dann 50 gehabt und haben in jedem Bezirk dann eine Veranstaltung abgehalten, wo die dann mit einer professionellen Band richtig live ohne Karaoke gesungen haben und einfach nur zu Hause mit ihrer CD dieses Lied geprobt haben, ne? Also ohne irgendwelche Unterstützung durch Vocal Coaches oder so etwas, sondern die haben das wirklich ganz allein auf die Reihe bekommen. Die Daniela Reibensteiner, würdige Siegerin? Sie ist meiner Meinung nach ein Superstar. Das hat sie herausgestellt, indem wir noch tiefer gegangen sind heuer und die ersten 3 beim Finale spontan ein zweites Lied singen ließen. Und da hat sie dann herausgestellt, wer ein echter Superstar ist, der ohne Probe einfach ein Lied ganz toll singen kann. Und die Jury hat dann auch dementsprechend gewertet. Ne? Jetzt warten wir noch. Daniela, komm zu mir. Daniela, was hören wir von dir? Ich weiß nicht. Oh. Nein, wieder Nothing Compares to You. Nothing Compares to You. Wir sind gespannt. Wie meistert sie denn diese Hürde? Mikrofon in Tät, das nicht pfeift. Achtung! Unser dritter Superstar, der jetzt versucht, noch die Jury zu überzeugen. Wir wissen in 3 Minuten, wer ist der Waldviertler Superstar. Und jetzt heißt es Daniela Reibensteiner. Applaus für die Daniela. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. Nothing compares.
bitte die Jury, jetzt die Wertungen. Jetzt die Wertungen. Applaus bitte, Daniela Eibensteiner. Dankeschön. Wir haben schon Veranstaltungen gehabt, wo es einfacher war für alle Beteiligten. Für die Zuschauer, glaube ich, war es eine Veranstaltung, wo sie gesagt haben, bumm, die können gut singen. Das sind junge Menschen, die gerne singen, gut singen. Und ich glaube, das hat alles gepasst. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ja mehrere Kandidaten es nicht aufgeben, wenn sie einmal nicht dabei sind, sondern sie sind so begeistert von dem Bewerb, dass sie sagen, da mache ich nächstes Jahr einfach wieder mit. Naja, das Entscheidende an der Geschichte ist, es gibt ja sehr viele, die wollen nichts anderes als einmal auf der Bühne stehen, mit einer Band auch noch dazu. Und das haben sie da. Und deshalb, wenn man auch nicht gewinnt, warum soll man es nächstes Jahr nicht wieder probieren? Peinlich ist es dann, und das hatten wir überhaupt noch nicht, seit wir es machen. Peinlich wird es dann, wenn es schräg ist, wenn es falsch ist, wenn man aussteigt, wenn es nicht, kann man auch nichts machen, ist jedem schon passiert, auch schon Superstars. Aber diejenigen, die es heuer auch wieder probiert haben, die waren auch voriges Jahr gut. Ja, ich bin immer so im Zwiespalt gestanden, da ich eine unentschlossene Person bin, die sich bis zum letzten Moment nicht entscheiden kann, was will ich jetzt. Habe ich mir gedacht, na, ich nehme einfach mal frei an diesem Tag, wo zufällig dieses Casting ist, und gehe zum Augenarzt, weil das muss ja sowieso sein. Das heißt, da habe ich dann zahlt es wenigstens aus, dass ich mir frei nehme, auch wenn ich nicht teilnehme. Ja, nachdem ich beim Augenarzt war, es ist ja nicht weiter, ein paar Häuser weiter war das Casting. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, soll ich da reingehen, soll ich mir das anderen wieder oder soll ich es stehen lassen? Und dann ja, habe ich überlegt und ah, ich weiß nicht, und nein, ich lasse bleiben, und habe nur mit 100 Freundinnen telefoniert, was mir die raten, und die haben halt gesagt, nein, wieso, probier es einfach. Aber das ist halt, ich meine, es kennt, die kennen halt nicht das Gefühl, wenn du da oben stehst auf der Bühne, und da ist halt die Enttäuschung so groß. Ich meine, das kann ja keiner nachvollziehen, und deswegen redet es sich halt leicht, ich mache wieder mit. Aber ich habe mich dann, ich bin nicht draußen gestanden, habe überlegt, und ah, ich weiß nicht, ja, nein. Und dann ist auf einmal der Andi Marek, ist mir schon entgegengekommen mit Lächeln und hat mir die Hand entgegengestreckt, und ja, es freut mich so, dass du wieder mitmachst. Und in einem Moment, das ist ja noch nicht einmal sicher. Na sicher, machst du wieder mit, komm gleich mit auf, kommst gleich dran. Als erstes, weil ich gesagt habe, nein, ich muss aber dann gleich wieder weg, weil ich muss meinen Zug noch erreichen, ich muss gleich wieder runter nach Wien. Und ja, nein, kommst gleich, ist kein Problem, du kommst als erstes dran, kannst dann gleich wieder gehen, und das passt schon. Ja, natürlich, was willst du sagen, wenn dich der Andi Marek anspricht drauf? Und ja, bin ich mit draufgegangen, hab ein Lied vorgesungen, ja, passt, bist wieder dabei. Ich habe mich wahnsinnig gefreut für sie, weil ich weiß, es ist für sie ganz wichtig. Es ist wichtig, es mitmachen, aber es ist auch ganz wichtig, es gewinnen. Das ist eh klar, das erwartet jeder, ne? Oder will jeder, sagen wir so. Ja, also wie gesagt, sie war als Kind schon sehr musikalisch, Hauptschule, überall mitgemacht, bei den ganzen Hauptschulpartys, überall im Vordergrund gestanden, hat sie eigentlich immer vorgestellt, nie irgendwo zurückgedrängt, oder ich war immer schön vorne im Vordergrund. Viele Solos gesungen, darstellendes Spiel war es eigentlich immer dabei, Hauptschulpartys und so. Musik war immer schon ganz wichtig. Das war schon immer so von klein auf, das war immer schon ganz. Flöte hat schon angefangen, und in der ersten Volksschule war schon ganz super. Gitarre. Ja. Bis zum Keyboard. Das, was er sich selber gelernt hat, da hat es keinen Unterricht genommen. Es war nicht so leicht, weil sie hat angefangen bei der Band, mal zum Mitsingen. Und da haben sie innerhalb von einem Monat, kann man sagen, glaub 20 Lieder jetzt eingestudiert bei den Proben. Das ist eigentlich mehr so durch Zufall. Weil da waren ja auch gerade ein Ball, und haben sie gesagt, ja, bei dem Ball möchte ich auch mitsingen, und ja, vielleicht so 3, 4, 5 Nummern. Und dann haben sie dann einmal, war ich beim Band, also beim Gerald, beim Chef von der Band, und haben mal halt so geredet, sie möchte gerne mitsingen. Ich sagte, ja, naja, habe ihm dann überreden können mit 5 Liedern, ja. Und die 5 Lieder, die haben sie in Bana Probe, haben sie die wirklich komplett super drauf gehabt. Und er war so begeistert, dass dann aus den 5 Lieder 20 Lieder geworden sind. There's a place up ahead and I'm going.
Ja, ich möchte erzählen, wie die Dani vor circa 3 Jahren zu uns gekommen ist. Und es war jetzt so, dass ihre Eltern zum Gitarrist, zum Gerald, gekommen sind und haben gefragt, ob sie einmal mitsingen darf. Und haben gesagt, ja, wieso nicht, anhören kann man es. Und es war sicher natürlich ein bisschen Bedenken da, weil es erst 16 Jahre alt ist, ob es dann mit uns auskommt und so. Wir sind doch schon ein bisschen in gesetzteren Eltern. Und das hat sich aber eigentlich ganz, ganz gut herausgestellt. Also muss sagen, musikalisch und auch freundschaftlich, kameradschaftlich eigentlich top, kann ich nichts sagen dagegen. Und ja, ich glaube, dass sie sicher das Zeug hat zu einem Star, also wie sie eigentlich jetzt gesagt hat. Also wie gesagt, musikalisch echt super. We're gonna up around the bed. Oh, oh. Ja, wie Dani zu uns gekommen ist, haben wir eigentlich alle schon erzählt. Ich dazu ein wenig einen anderen Schmank. Vom chaotischen Teenagerleben bis zur Top-Sängerin. Ganz kurz einmal, wie wir mal gespielt haben. Navigieren kann es noch immer nicht gut, wie wir mal gespielt haben. Vor 10 Kilometer 5-mal verfahren. Okay, ich hoffe, es wird jetzt bald besser werden. Ja, ganz kurz noch, Christel Stimmer wird bald für die Herren. Ich wünsche dir noch viel Erfolg. Mein Bruder ist praktisch der Bandleader von der Perun-Band und er sagt zu mir, er sagt, der Herst, was haltest du davon, wenn wir so ein Mädchen dazu nehmen, dann singen. Ehrlich gesagt, ich war immer abgeneigt von dem Ganzen. Sag ich, eine Frau in der Band ist irgendwie nicht gut, weil da kommen Streitigkeiten rein oder sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich gesagt, man muss bisher zufrieden. Es hat sich alles super entwickelt mit ihr. Sie ist eine super Sängerin. Mein Gott, jeder hat seine Fehler auch eigentlich. Sie kommt hier ein wenig später, was sicher nicht Ding ist, aber mein Gott, okay, das akzeptieren wir. Sie ist ja live unter Kerl und was, sie ist ja wohl lustig drauf. Ja, ich bin erst seit kurzem bei der Band dabei, heute das erste Mal. Aber ich habe früher schon mal mit der Dani gespielt, vor 2-3 Jahren in einer anderen Band. Und was soll man sagen, super Stimme, wunderbar, macht eine Freude zum Spielen. Also ich glaube, ich habe am wenigsten zu erzählen von alle. Wir kennen uns noch nicht so lange, seit 1,5 Jahren. Pizza, Charisma und Friends dazugekommen. Und durchs Proben bin ich eigentlich draufgekommen, dass sie eine sehr eine genaue Musikerin ist. Das heißt, es ist nicht immer leicht, dass man sagt, jetzt haben wir ein Solo oder das und da ablaufen Lied. Sondern es muss ganz genau passen und das muss recht sein. Und dann haben wir heute halt einmal die Chance gegeben und gesagt, 2 Monate in der Ballsaison, wir lernen mit dir 15 Nummern, die singst mit uns, dann schaust du einmal an, wie das Leben als Musikant auf der Bühne ist. Und nach dem Zeitpunkt reden wir weiter, was wirklich gefällt dir das, dass du mit uns da in der Gegend umdingelst oder nicht. Und ich glaube, das war kaum der zweite oder dritte Auftritt, wo Dani gekommen ist und hat gesagt, hast du schon für nächstes Jahr wieder aufgenommen, weil das taugt mir. Und so ist es eigentlich dann. Was war denn draus? Ja, aber auf jeden Fall habe ich halt die Haushaltungsschule gemacht mit Matura voriges Jahr. Und ja, dann habe ich mir halt einen Job gesucht. Ich habe zwar auch überlegt, soll ich irgendwas studieren, aber
dann habe ich auch gelesen, das bringt nicht wirklich viel. Ich meine, die meisten, die Musik studieren, werden dann Musiklehrer oder Gesangslehrer oder so. Und das ist halt nicht meins, weil ich will mich selbst präsentieren. Ich will es nicht anderen beibringen, ich will was aus mir machen. Welche persönlichen Ziele hast du für die Zukunft? Ja, dass ich auf jeden Fall irgendwas mit Musik weitermachen kann. Ich meine, es ist halt schwer. Aber vielleicht ergibt es ja irgendwas. Und ich werde jetzt auch eine CD aufnehmen, also in einem Tonstudio, und diese dann auch an diverse Musikproduzenten schicken. Vielleicht, es wäre interessiert.